Ja, ihr Lieben, es ging schneller, als ich gedacht habe. Zweiter Teil von meinem Bohrtisch Einhell, ja, Bohrmaschine. Ne? In dem Video, ich habe unheimlich viele Bemerkungen gehabt. Ich habe viele konstruktive Kritik gehabt. Ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, Uli, was hast du denn da gemacht? Umständlicher geht es ja gar nicht. Warum so und so und so? Und ich sage euch ganz ehrlich, die meisten hatten recht, ne? Und ja, ich habe vielleicht bei der Sache den Fehler gemacht. Ich habe mir Videos angeguckt, wie andere das gemacht haben, nachdem ich das gebaut habe. Schlauer wäre gewesen, ich hätte das vorher gemacht. Und was ich da für ein Fazit rausziehe und zu welchem Ergebnis ich komme, das sage ich euch gleich nach dem Intro. Jo. Ja, zunächst einmal, die Größe von diesem Bohrtisch braucht kein Mensch. Also, ich sag mal, Breite, okay, 60 cm, ob jetzt 60 oder 50, ist sicherlich egal, spielt jetzt nicht so eine Rolle. Aber ich sag mal, das Ding ist 44,5 cm. Also ich würde sagen, 30 reicht auch. Ne? Das ist schon mal das Erste. So. Dann wurde ich gefragt, jetzt muss ich mal eben vor der Kamera herlaufen, ob ich denn das Ding noch hoch und runter machen kann. Ja, da habe ich natürlich drauf geachtet. Also ich kann hier noch ohne Probleme kurbeln. Deswegen habe ich die Platte ja auch nur so gebaut, Abschluss von dem eigentlichen Bohrtisch und nicht hier noch weiter zurückgesetzt. Das war Absicht und finde ich auch bis jetzt noch gut. Ne? So, das dazu. Ja. Ich würde das hier abrunden wollen, aber was eigentlich das größte, was heißt Problem, aber das Ding hält ja jetzt, es ist ja fest, aber was ich da gebaut habe, wie umständlich und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, Freunde der Nacht. Ne? So, deswegen, ich mache das jetzt mal los, ja. Schraubt das Ding jetzt mal los und dann nehmen wir das mal mit zur Werkbank und dann zeige ich euch nochmal, was ich da gemacht habe. Vielleicht hat ja der eine oder andere, der dieses Video jetzt sieht, den ersten Teil nicht gesehen. Na, guckt euch den ruhig an und dann schauen wir mal, was ich gemacht habe und was man vielleicht besser machen könnte. Ne? Ja, jedenfalls ist das Ding schön schwer. Ne? Da kann man also schon mal seine Muskeln ein bisschen trainieren. Ja. So, ich lege das mal so hin. Ja, ich habe also angefangen, hier das so auszusägen. Und zwar die untere Platte so auszusägen, dass das hier reinpasst. Dann hat das natürlich gekibbelt, fing an zu kibbeln. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, hier sind ja Löcher drin, wo die Stangen, ne, dieses Auszugteil drin ist, was ich aber wirklich nicht brauche. Da stehe ich auch nach wie vor zu, dass ich das nicht brauche. Und ja, dann fing ich an, das hier zu verleimen, zu verschrauben und festzumachen. Durch das Anziehen der Schrauben hat sich das dann natürlich wieder etwas geneigt. Dann habe ich das nochmal gelöst, habe da Unterlegscheiben zwischen gemacht, weil sonst das hier ja aus der Platte wieder rauskommt. Dann kippelte das immer noch und dann habe ich mir hier Rahmen gebaut, zwei Rahmenhölzer und ein Querholz drauf gemacht. Und jetzt ist die Sache bombenfest, ist im Grunde fertig, wackelt nicht, kibbelt nicht, ist alles gut. So, jetzt könnte ich natürlich den einen oder anderen Vorschlag von euch annehmen. Also da wurde zum Beispiel auch gesagt, warum nicht ZB hier durch die Eisenplatte ein Loch bohren und dann einfach mit einer Schraube und einer Flügelschraube die Platte festmachen. Ja, hätte man machen können. Ich wollte aber da kein Loch reinbohren. Ich wollte das so original lassen, wie ich das habe. Also irgendwie war das nicht so meins. Ne? Wollte ich nicht. Ne? Ja, dann gab es Vorschläge, einfach einen Rahmen bauen, dass man das Teil da so draufschieben kann. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich sag mal, ich glaube, der Andreas von der Männerhöhle hat so was Ähnliches gebaut. Habe ich aber auch schon bei anderen gesehen.
Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach irgendwie vor, so, du baust dir jetzt so ein Teil und das geht schon und du weißt schon, wie es sein muss. Ne? Und hab losgelegt und ja, viel überlegt, vielleicht zu viel überlegt, zu kompliziert überlegt. Ist alles richtig. Ne? Aber irgendwo bin das ja auch ich. Ne? Ja. Ne? So, was ich jetzt aber auf jeden Fall machen werde, machen wir mal eben weiter im Text. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde die Platte jetzt kürzen. Also, und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich die auf eine Breite von 33 cm bringe. Das heißt, ich werde hier mit der Kreissäge einmal ein Stück absägen. Oder reicht 30 auch? Ich könnte euch ja jetzt fragen, aber das funktioniert ja nicht. Da muss ich ja warten, bis ihr antwortet. Ne? So, 30 wäre hier. Also 30 cm. Ich gehe mal an, eben an die Bohrmaschine. Ja, also ich glaube 30 cm reicht auch. Dann ist die Platte ungefähr so tief wie auch der Fuß unten und steht nicht noch weiter drüber. Und eine Auflage von 30 cm ist ja schon eine Menge. Ne? Was soll ich da für Balken drauf machen oder für Werkstücke drauf machen, wo ich dann damit nicht auskomme. Andere kommen mit dem Ding aus hier. Ne? Ja, ich würde sagen, das mache ich erstmal. Und dann geht es weiter und dann erzähle ich euch, was ich noch weitermache. Ich hatte ja über T-Not-Schienen nachgedacht, über einen Anschlag und so weiter. Aber da habe ich mich auch anders entschieden. Dann gucken wir mal, dass wir das Monster gebändigt kriegen. Schöner, sauberer Schnitt. Ne? Das kann man bestimmt noch mal gebrauchen. So, jetzt bin ich irgendwo vorgehauen und das hat mir die Brille vom Gesicht geschlagen. Ja, keine Ahnung, jetzt sehe ich wenigstens wieder was. So, und ich sag mal, das ist jetzt eine vernünftige Größe. Ja. Jetzt machen wir die mal wieder auf der Bohrmaschine und dann sieht das schon ganz anders aus. Ne? Los geht's. So. Ja. Oh. Die habe ich ein bisschen weit rausgedreht, wa? Kann ich auch noch festschrauben. So, dann haben welche geschrieben, ja, so kann man doch nicht arbeiten. Die Bohrmaschine ist doch viel zu hoch. Ja, ja klar ist die viel zu hoch. Hier soll die ja auch nicht stehen, ihr Lieben. Ne? Ich will euch da auch überhaupt keinen Vorwurf machen oder so, aber wenn ihr das Video nicht ganz guckt, dann verpasst ihr unter Umständen Informationen, die ich gegeben habe. Ne? Ist aber nicht schlimm. Ich sage es jetzt nochmal. Die habe ich gekauft, weil ich sie haben wollte, weil ich so eine Standbohrmaschine, so eine große Säulenbohrmaschine einfach cool finde, klasse finde und vielleicht für die ein oder andere Arbeit auch besser finde. Ich werde meine Bosch PBD40 nicht verkaufen, weil ich mag die Maschine und die ist für viele Arbeiten, ist die genau die richtige und ich habe da auch schon sehr viel mit gemacht. Also die bleibt auf jeden Fall in der Werkstatt und da ich ja umziehe und im Grunde ja eine ganz neue Werkstatt baue und noch überhaupt nicht weiß, wo kommt da was hin und wie wird es hingestellt, ne? Werde ich natürlich dann erst eine Vorrichtung, also sprich einen Untertisch, whatever auch immer, für die Maschine bauen. Jetzt steht die provisorisch hier auf meinem fahrbaren Schrank, damit sie irgendwo steht und nicht im Weg ist, ne? Und deswegen ist die so hoch. Also macht euch keine Gedanken. Ich werde hier nicht so bohren, dass ich genau mit dem Gesicht hier so stehe, dass mir die Dinger dann auch ins Gesicht und in die Augen fliegen können, am besten noch durch die Brille. Ne? Ja,
Gut, das also kurz am Rande. Ich versuche alles zu beantworten, was ihr gesagt habt. Ich werde aber bestimmt das eine oder andere vergessen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Schienen hier einbauen. Nee, mache ich nicht. Ne? Weil ich habe mir viele Videos angeguckt nach dem ersten Video. Und unter anderem habe ich mir auch ein Video angeguckt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ne? Truppe heißt der. Ne? Ja, Scherz beiseite. Ich habe mir auch ein Video angeguckt vom Let's Bastel, vom Truppe. Und der hat mal ein Video gemacht, da steht, das heißt irgendwie so, 5 Dinge, die man bei einer Standbohrmaschine falsch machen kann, aus seiner Sicht. Ne? Also vollkommen wertfrei von meiner Seite aus jetzt. Ich sehe schon einen Sinn darin, wenn man bestimmte Sachen macht, aber ich will erstmal mit der Bohrmaschine arbeiten. Ich will erstmal gucken, wie komme ich zurecht, brauche ich eventuell die Schienen? Ich habe ja hier 2, jetzt sind sie natürlich zu lang, weil ich die Platte kürzer gemacht habe. Brauche ich eventuell 2 so oder brauche ich eine in der Mitte und 2 so oder ich weiß es noch nicht. Ne? Keine Ahnung, Vorteile, Nachteile gibt es sicherlich für alles. Deswegen, da lasse ich mir noch Zeit für. Erst wenn ich die Maschine mehrfach in Gebrauch hatte und ich vielleicht das vermisse, dann kann ich immer noch sowas bauen. Ne? So, es ist die Frage auch hier, ne, was mache ich hier? Runde ich das ab? Lass das so eckig? Gibt es sicherlich auch wieder Gründe dafür, Gründe dagegen, weiß ich gar nicht, ne? Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr das so lassen oder würdet ihr sagen, nee, komm, das runden wir ab. Hängt aber doch vielleicht auch wieder davon ab oder hängt damit zusammen, wo die mal zu spät stehen kommt. Ne? Kann ich dann hier vorlaufen und tu mir richtig weh und bei einer abgerundeten Kante ist das nicht so der Fall? Das weiß ich auch noch nicht. Was ich aber weiß, es bauen sich viele hier einen Anschlag. Ich habe ja bei der PDD 40 auch einen Anschlag und ich habe ja auch hier bei der kleinen Einhell einen Anschlag gebaut, aber die habe ich ja verschenkt, die Maschine, an den Helmer. Nö, brauche ich auch nicht. Jedenfalls nicht so, dass der fest hier montiert ist, dass der hier auf Schienen geht und so weiter. Auch da muss ich sagen, nehme ich den Tipp vom Truppe an und der hat Folgendes gemacht. Und dafür muss ich jetzt mal eben ein Teil holen. Wobei, nee, ich nehme einfach ein anderes Teil. Aber ich zeige euch mal, was ich vorhab. Nee, ich muss mal eben gucken. Der Michael Truppe, der hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Der hat ungefähr so ein Teil hier, ne, so eine Tenutschiene oder wie man dazu sagt, hier auch so in der Größe hat er genommen. Ne, die war dann auch von der Breite her so breit. Und hat die einfach mit 2 Schraubzwingen befestigt. Ne? Und das reicht. Weil oft braucht man die nicht. Und dann ist weg, ist sie aus dem Weg. Wenn ich jetzt längere Sachen habe, ist die nicht im Weg. Die feststehenden Dinger, die so feststehen, die nehmen mir natürlich auch Tiefe weg. Wenn ich irgendwo mal in eine Platte tiefer bohren muss. Ne? So, und jetzt habe ich gedacht, Mensch Junge, du hast doch hier so einen, das nehme ich dann oft zum Schneiden oder so, ne? Ich habe hier von einem alten Bettrahmen, habe ich hier so eine Stange, ne? Mit Zentimeter drauf, von 0 bis 70 geht das. Das Ding ist aber 60. Und was ich jetzt mache, ich schneide das jetzt erstmal bei 60 ab. Und dann zeige ich euch, was ich hiermit mache, beziehungsweise wie ich das benutze. Ich finde es cool. Vielleicht ihr ja auch. So, das habe ich mal eben mit der kleinen Flex, mit der 12 Volt Flex von Bosch, habe ich das mal eben weggeflext. Ja, das ist nicht mehr warm. Ne? Und dann habe ich jetzt hier meinen Anschlag, sogar mit Zentimeter, da braucht man eigentlich nicht. So, und jetzt habe ich hier so 2 Klemmen, die mache ich da fest. Ich kann, ne? Auch das habe ich ja inzwischen gelernt, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt. Das muss nicht im rechten Winkel sein, ne? Weil spielt beim Bohren keine Rolle. So, und jetzt kann ich das Ding hier festmachen. Auf der anderen Seite. So, Bombe. Ne? Bombenfest, habe hier meinen Anschlag und kann wunderbar damit arbeiten. Ne? Ich drehe die mal rum. So.
ist doch wunderbar. Ne? Wenn ich jetzt mein Werkstück habe, so ein Restholz eben, ne? So, das kann ich jetzt hier hin und kann hier bohren. Ne? So, aber eins ist wichtig und das will ich jetzt auch mal eben kontrollieren. So, ich drehe die mal wieder so rum und jetzt wollen wir doch mal einen Bohrer nehmen. Weil wichtig ist ja, ob das im rechten Winkel ist. Und da hole ich mal eben einen Winkel. So, und dann schauen wir mal, ne? Ich würde sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Das stimmt. So, da kann man echt zufrieden mit sein. Ne? Wirklich tolles Ergebnis. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst gehabt, wenn ich das da dran halte, dass das auch wieder... Oh, ne? Aber es muss ja auch mal was klappen. Ne? Ja, also das gefällt mir sehr gut. Ich finde auch das finde ich sehr praktisch. Natürlich hat jetzt nicht jeder so ein Vierkantrohr oder so ein altes Bettrohr. Bettgestell irgendwo, wo er mal so was raussägen kann. Ne? Aber ich sag mal, die Methode ist schlicht, einfach, aber doch sehr wirksam, oder? Was sagt ihr dazu? Ne? Ja, hier habe ich das ja mit der Kantenfräse gemacht und hier nur geschliffen. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich werde hier nochmal mit der Kantenfräse drüber gehen. Aber dafür kurbel ich das Teil mal runter und dann machen wir das eben. Und dann versuche ich das auch mal richtig zu machen. Ne? Das habt ihr mir ja auch erklärt. Ich glaube, das behalte ich nie. Ne? Oder ich muss mir einen riesen Schriftzug mal machen an der Fräse. Ne? Denkt dran, immer... Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn ich alles richtig mache, ne, dann kommuniziert er ja gar nicht mehr mit mir. Ne? Ja. Und so schreibt ihr mir immer schöne Briefe. Ne? Ja. Okay. Also, runterkurbeln, Kantenfräse. Ich liebe diese kleine Fräse, ne, von Bosch. Ne? So. Wenn ich das letzte Mal falsch gemacht habe, dann habe ich das nämlich so gemacht, müsste ja diesmal so richtig sein. Ne? Das sieht doch gut aus, das gefällt mir. Jetzt machen wir das noch ein bisschen schön. Da wurde ich auch gefragt, ne, hat jemand gefragt, warum ich denn die Platte einöle. Ne? Wie gesagt, das wäre ja überflüssig, vor allen Dingen, wenn das unten drunter die Platte ist. Und ja, ich mache das aus zwei Gründen. Der eine Grund, natürlich hätte ich die Platte unten zum Schluss ölen sollen und nicht zwischendurch, weil dann musste ich da wieder was, wollte ich da wieder was leimen. Und ja, auch Blödsinn, so eine Platte kann man natürlich nicht leimen. Das ist auch nicht richtig. Man versucht es immer wieder. Ne? Ich mache das auch wegen Feuchtigkeit. Ja? Dass ich also die Kanten und auch die untere Platte, die nicht bezogen ist, dass ich die einöle, weil meine neue Werkstatt ist ja nun eine Holzwerkstatt, also ein großes Gartenhaus, 8 Meter breit und ich glaube 2,5 Meter tief. Und wie es da dann aussehen wird mit Feuchtigkeit im Winter und so weiter, das weiß ich nicht. Und deswegen finde ich besser, wenn man dann solche Holzplatten ein wenig behandelt. Ne? Und das mache ich sehr gerne mit dem Helia Care.
Na, Schutz und Pflege für Holz, Möbel, innen und außen gibt es alles. Müsst ihr mal drauf gehen. Ne? Habe ich auch unten verlinkt. Wenn euch das interessiert, über meinen Link könnt ihr das auch im Shop bestellen. Ist wirklich ein cooles Zeug und sieht optisch auch gut aus. So, jetzt nehme ich gleich noch einen Lappen und reibe das ab. Ja, ihr Lieben, also mir gefällt das jetzt wirklich sehr gut. Mal abgesehen von der umständlichen Befestigung, die ich da gemacht habe, aber sie hält. Und zwar, sie hält Bombe. Da kannst du dran reißen und machen und tun. Es hält und das ist ja das Wichtige. Es ist im rechten Winkel. Ich habe die Platte jetzt schmaler gemacht, was mir viel besser gefällt, weil das war ja echt ein Monster. Ne? Und man kann auch alles übertreiben, ne? Wie man so schön sagt. Ne? Ja, und hier auch den Anschlag einfach so wirklich, ja, provisorisch kann man gar nicht sagen, sondern so einen Anschlag zu machen. Ich habe es jetzt so gemacht, weil ich das vorhanden habe und ich liebe es, Dinge zu nehmen, die ich habe und nicht immer neu kaufen zu müssen. So gefällt mir das sehr gut. Und wenn ich dann umgezogen bin in der neuen Werkstatt und die dann endlich ihren Untertisch bekommt, dann kommt ja nochmal ein Video sehr wahrscheinlich, wo ich die befestige, was ich für einen Untertisch baue. Und dann wird sie auch kräftig benutzt und dann kann ich euch mehr sagen. Aber das war es jetzt erstmal mit meiner Einhell. Ja, und dann kommt ja immer noch, dass ich hier den Laser einbaue, ne? Den ich vom Lutz bekommen habe, vom Geiver. Aber auch das will ich erst machen, wenn ich umgezogen bin. Weil das sind auch Sachen, die können kaputt gehen beim Transport und so weiter. Ich bin halt jetzt so ein bisschen gehandicapt, weil der Umzug steht vor der Tür. Noch knapp 6 Wochen. Ne? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das letzte hat euch ja auch gefallen, nur ihr hattet natürlich viele Sachen anzumerken und zu sagen, und wo ich euch auch sehr dankbar bin. Ich hoffe, diesmal hat euch das auch von der Art, was ich gemacht habe, sehr gut gefallen. Ich sag mal, bis dahin, bleibt mir gewogen und gehabt euch wohl. Tschüss, bis dann.